Die Fraport, die Betreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens, im Mittelpunkt eines moralischen Dilemmas. Es geht um Verbindungen von Hessen nach Russland. Die Fraport hat mit 25% Anteile am zweitgrößten Flughafen Russlands. Es fließt also eine Menge Geld zwischen den beiden Flughäfen. Und jetzt kam raus, Russland nutzt seinen auch für Militärflugzeuge. Heute muss sich die Landesregierung den Fragen dazu stellen. Bei das Thema euren exklusiven YouTube-News aus Hessen konfrontieren wir außerdem den Fraport-Chef und sprechen mit der Frau aus der FDP, die sich dafür einsetzt, dass jetzt die Fakten auf den Tisch kommen. Er soll jetzt auch mal ganz klar sagen, was gegen den Ausstieg steht. Aber erstmal wollen wir euch einen kurzen Überblick geben, um was genau es geht. Denn das ist etwas verzwickt. Circa 1800 Kilometer von Frankfurt entfernt liegt der Flughafen Pulkovo in einem Stadtteil von St. Petersburg. Es sei ein ziviler Passagierflughafen und das wurde immer wieder betont. Vor circa einer Woche kam jetzt aber mit Satellitenbildern raus, da sind auch Militärflugzeuge. Die Aufnahmen zeigen eine russische Frachtmaschine, die im Krieg gegen die Ukraine strategisch wichtig ist. Auch so ein Bomber soll in Pulkovo den Angaben nach notgelandet sein. Der russische Flughafen gehört zu 25% der Fraport. Und an der Fraport hat das Land Hessen über 30% Anteile. Dazu kommen die Anteile der Stadt Frankfurt noch on top. Einen Finanzfluss, der womöglich den Angriffskrieg unterstützt, finden viele problematisch, zumal letztlich auch der Steuerzahler mit drin hängt. Ich bin irritiert und frage mich, wo ist der moralische Kompass? Seit 17 Monaten tobt ein schrecklicher Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie viele Indizien braucht Schwarz-Grün noch, um zu akzeptieren, dass eine militärische Nutzung dieses Flughafens vorliegt? Ob die gesichteten Flieger aber auch tatsächlich in der Ukraine eingesetzt wurden, ist noch nicht klar. Hier unterhalten sich Fraport-Chef Schulte und Finanzminister Boddenberg. Fraport verteidigt sich bis heute, dass es keine Möglichkeit gibt, die Verträge ohne Probleme aufzulösen. Ausreichende Beweise für die militärische Nutzung gäbe es nicht. Ich will endlich diese Verträge sehen. Es gibt in jedem Vertrag im internationalen Business eine Ausstiegsklausel. Wie sind die Spielregeln? Wann ist ein außerordentliches Kündigungsrecht? Es gibt viele Firmen, die sind ausgestiegen und ein militärisches Geschehen, ein kriegerisches Geschehen ist eine Exit-Möglichkeit. Trotz Sommerpause heute eine Sondersitzung. Das Thema ist zu brisant. Die Landesregierung distanziert sich von Russland. Ja, es ist ja heute sehr deutlich gesagt worden, dass wir raus wollen. Die Verträge lassen das aber nicht zu und insofern arbeiten wir weiter daran, Ausstiegsoptionen zu haben. Die Geschäftsbeziehungen seien schon mit Beginn des Angriffskriegs eingestellt worden, das Fraport-Personal aus Russland abgezogen, betont heute Fraport-Chef Schulte und bekräftigt den Willen zum Ausstieg. Die Verträge sind internationaler Standard, sind dabei vertraulich, auch mit den Mitgesellschaftern und mit dem Staat auch vertraulich vereinbart. Wir haben sie aber selbstverständlich auch den internationalen Kanzleien in einer entsprechenden Vereinbarung zur Prüfung gegeben, ob wir irgendwo doch noch eine Ausstiegsklausel finden. Die vertraglichen Probleme, die es schon vor der Sitzung heute gab, bleiben also. Sie sagen, der Ausstieg brauche Zeit. Wir können ja nicht dem russischen Aggressor diesen Vermögenswert hinwerfen und dann auch noch schadensersatzpflichtig werden. Das macht gar keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn fürs Land Hessen, für unsere Aktionäre, für die Gesellschafter. Putin den Flughafen einfach zu überlassen, ist keine Option. Die anderen russischen Miteigentümer könnten dann mit Strafforderungen kommen. Und wir reden von einem dreistelligen Millionenbetrag laut Fraport. Aber einen Käufer zu finden sei schwierig. Der dürfe nicht auf Sanktionslisten stehen. Und wer sonst will in der aktuellen Lage den russischen Flughafen kaufen? Die Landesregierung ist sich der bestehenden Erwartungen aber bewusst. Unser vorrangiges Problem ist zunächst mal, dass ich finde, zu Recht der Steuerzahler erwartet, dass wir mit dem Vermögen des Landes, und das gilt dann auch für eine Beteiligung beim Flughafen, so umgehen, dass es verantwortet werden kann. Dass ein Ausstieg aber geht, haben viele Unternehmen in den letzten Monaten gezeigt. Zahlreiche haben ihre Geschäfte zu Russland gekappt. Wie zum Beispiel das hessische Gas- und Ölunternehmen Wintershall. Die Linke kritisiert nach heute grundsätzlich die Geschäftsstrukturen, wie sie auch die Fraport hat. Viel wichtiger ist mir aber als Linke auch noch, dass es zeigt, wie problematisch es ist, wenn in öffentlichem Eigentum befindliche Gesellschaft, in dem Fall Fraport, öffentliche Infrastruktur in vielen Teilen der Welt hält und dann aber auch keinen Einfluss darauf hat, wie diese Infrastrukturen genutzt werden.
Die Fraport ist an vielen Flughäfen weltweit beteiligt. Der Flughafen Pulkovo ist auf ihrer Website jetzt nicht mehr markiert. Ob die Beziehungen auch in Realität endgültig enden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Habt ihr eigentlich von dem Verhältnis zwischen Fraport und Russland schon gewusst? Und was sagt ihr zu dieser Lage? Schreibt uns das gern mal in die Kommentare. Und für mehr News aus Hessen abonniert gern den Kanal.